Oh ja, genau. Er hatte sich irgendwie versprochen, wir haben uns übertriebenst darüber gefeiert, ne? Aber wir wissen es nicht mehr. Wenn ich fett gegangen hätte ich das noch gewusst. Ich hätte sie aufschreiben lassen sollen. Das ist dann irgendwie Amnesiestaub. Amnesiestaub. Verdammt. Oh Gott, why? Oh Mann. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin vollkommen überfordert. Hey, haben Sie die Staub? Ja. Das ist ein Signal. Oh, ich weiß schon, verdammt. Hey, haben Sie die Staub, verdammt. Ja, Leute, kriegen wir sehr viel Geld. Wir werden unter anderem gesponsert von Irrenhäusern. Oh ja, unbedingt. Da habe ich einmal einen Witz gerissen, alle müssen nur lachen, also das ist ja gut, aber... Allein schon dieses, hey, haben Sie sie Staub verdammt. Ja. Oh Gott, oh Oh Gott. Oh Gott, why? Es gibt Dinge. Oh ja. Amnesiestau. Super. Ach ja. Satz des Tages. Ja, unbedingt. Ich frag jetzt mal den Chat. Brauchen wir Hilfe? Ja. Meine Definitiv. Antwort. Oh ja. Leute, hört mal zu. Was ist das denn? Amnesiestaub, fantastisch! Habt ihr gehört? Ja. Ja, danke, jetzt weiß jeder, woher ich das habe. Das sind die Finger wieder das schön, wurde, ach, nicht das, wurde hier, das wurde im Chat gepostet. Genau. Wie? Ja. Dankeschön an Nicole D. Killing Bitte Hope. Was? Dankeschön dafür, dankeschön. Tötet es, bevor es Eier legt. Ein Zoar. Schön. Verdammt! Also, das finde ich, das ist jetzt wie das Messer im Rücken, das finde ich nicht in Ordnung. Nicht? Nein. Wie? Er wollte einen Insider kreieren. Ey, das... Wir haben alle drüber gelacht. Er kam von mir, also bitte. Das war ein Buffalo-Bro-Witz, also. Ein Buffalo-Bro-Witz. Ja, ey, komm, okay. Du hast einfach perfekt kombiniert mit dem, dass es vergessen haben. Ja, genau. Er hat auf den richtigen Moment gewartet. Ja. Den ganzen Tag saß er da schon, nachher im Livestream. Soon! Ja. Ich hätte irgendwas vergessen. Soon. Oh mein Gott. Gut, das heißt ja, wir haben ja jetzt schon Fans, die jetzt schon mehr wissen als wir über uns selbst. Okay. Tja. Das wird jetzt das macht mir Angst. Es beginnt bereits gruselig zu werden. Guck das. Wiepi! Kapier ich nicht. Kapier ich nicht. Ich glaube, er wollte uns irgendwas sagen. Warum fliegt unser Tatman eigentlich so planlos in der Natur herum? Weil über ich das letzte Volk Folge gemacht habe. Na. Wo ist die Frage? Oh Gott. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Wir müssen uns das brauchst du, die brauchst du. Also, eine Folge lang mache ich das und die nächste Folge macht er es. Was ihr macht es? Ja, dämlich rumfliegen. Ach so. Wir wechseln uns immer ab. Immer so ein bisschen. Wie Beamte, weißt du? Hey Leute. So läuft das hier jetzt. Unsere Fans aus dem Chat wissen, was in unserem Kühlschrank ist. Oh Gott, was? Oh, verdammt, ich muss meinen Kühlschrank sichern. Oh nein, mein Kühlschrank, der rennt schon wieder weg. Dam. Guck mal, da ein Vogel weggesagt. Was? Ey, guck mal, toter Vogel. Nach oben gucken. Wo? Ey, es gibt Vögel, die fliegen nach dem Tod noch weiter, ja? Nach unten oder wie? Nee, die flattern irgendwie 3 Sekunden lang noch weiter und dann gehen die runter wie so eine Bombe. Ich stell mir so vor. Flatter. Zieh hoch, Donny, zieh hoch! Gar nicht! Johnny, tu's nicht! Nein, Johnny, tu's nicht!
Johnny, tu's nicht! Oh Mann! Ich habe keine Zeit, ich muss die Mission zu Ende bringen. Ja. Geht ohne mich weiter, ohne mich schafft ihr es. Was seht ihr die Mission? Ja. Oh, die hat ja schon keine Lust mehr. Ja. Ich bin vollkommen überfordert, ey. Ja, wir sind halt Entertainer, wir können nichts dafür. Ja. Ihr seid Ententrainer? Ententrainer. Ja, Ententrainer, genau so, du sagst es. Da wird die 3 Sekunden lang fliegen, wenn ich sterbe. Das waren 2 Sekunden, du dumme Gans. Ja, was machst du? Ich wollte das jetzt so spitz zugehen lassen. Ich mach's jetzt so! Nein, das ist doch mal fliegen, nein! Los, schlagt euch! Das bleibt alles so, wie es ist. Schlagt euch! Los, mach Game Mode aus. Schlagen uns jetzt. Okay, machen das jetzt wie echte Männer. Faustkampf. Round 1! Mach Game Mode aus. Kannst du irgendeine Tech-Musik einhauen? Nein! Win! Das war jetzt mal kurz. So schnell konnte ich gar nicht die Musik wechseln. Warte, ich bin jetzt hier. Ja. Fail. Zu viel Musik! Fail! Lasst euch Zeit! Ich denke irgendwie an die Pokémon-Kampfmusik damals. Sieg von Fight Club oder so, ist mir egal. Pokémon! Oh nee. Das kannst du regenerieren. Ich hab hier so viel Musik gerade in dieser verdammten Liste, die ich hier zusammen gebastelt hab. Oh, Pokémon, Mann! Ja, du bist witzig, ich hab hier keine Suche. Ich hätte den Mii-Channel gerade hier. Ich bitte jetzt mal hier alle Leute im Chat ein paar Wetten abzugeben, wer gewinnt, wenn dieser Typ da in Krawatte und total wie so ein kleines Bübchen mit so Tetrapack-Ärmchen oder der Eisbär wird gewinnen. Der genau. Bro. Also es gibt keinen Wetteinsatz in dem Sinne. Ihr könnt aber so viele Waschmaschinen gewinnen, wie ihr tragen könnt. Das ist unser Angebot. Also gar keinen. Und falls ihr euch fragt, was ihr mit 3 Waschmaschinen anstellen sollt, wo sollen wir jetzt? Also, Tedman, ich hab, glaube ich, gerade deinen Wunsch. Da fuck! So, ich bin dafür. Nils, du bist unser Schiedsrichter. Ja, bin sofort da. Und es geht los mit der Musik, ja, also. Ja, die Musik läuft schon. Oh, okay. Dann jetzt. Aus Pokémon Stadium übrigens. Nice. Ja, los. Wir machen Wrestling, oder? Fight, los. Okay, gut, ich zieh mir den Stuhl unten raus. Er lebt noch? Stirb her. Er lebt immer noch. Stirb her. Wie macht ich er will das? Nicht sterben. Er hat schon wieder Game Mode an, diese Nase. Los, Deadman! Hinterher! Er hat retarded Game Mode an, Mann. Hinterher! Nimm den Game Mode weg. Das ist jetzt eine Maschmasch. Nicht im Ernst. Ich bin gerade gefallen und gestorben. Wap. Ich hab's natürlich wieder nicht gesehen. Mach's doch mal, ich hab's nicht gesehen. Was denn mal, dass ich. Bing! Und genau aus diesen Gründen haben wir Buffen in unserem Team. God bless his soul. So, ja. Wir haben ja schon viel geschafft. Ja? Wo seid ihr jetzt? Hast den Anbau fertig, ja? Und das nach einer halben Stunde. Ich werde gewiss keine Waschmaschinen tragen. Nicht? Schade. Du bist doch Feuerwehrmann, die machen doch nichts anderes. Ja, Waschmaschinen tragen. Also Nils, du musst übrigens die Waschmaschine tragen, ne? Jetzt, wenn ihr mir eine bereitstellt, dann bring ich die. Das sind offiziell von Games Today lizenzierte Waschmaschinen. Das genau. Wir haben unsere Produktionspartnern. Bosch. Ja, genau, Bosch. Die sich kürzlich an Videospielen interessieren, warum auch immer. Ja, natürlich. Also Videospiele und Waschmaschinen, das gehört zusammen wie Apfelkuchen und eine Toilette. Und Buffalo und Hygiene. Ja, das auch. Das
soll das denn heißen? Dass du wunderbar duftest, mein Freund. Ich weiß, dass ich wunderbar düfte. 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 Verdammt. Ich düfte. Ich düfte. Ich bin von Düfte, ey. Sag mal, seid doch nur was hast du hier gemacht? Immer diese Neider. Was machst du da? Krieg ich noch einen Tipp? Ich will das ein bisschen zumachen. Das sieht so doof aus, so abgehackt. So. Retarded, Mann. Genius. 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 Und deshalb baust du hier so schiefe... Ah, ich verstehe, was du vorhast, glaube ich. Die Ausführung ist aber interessant. Ach, weißt du was? Du kannst mir mal sämtlich an die Füße fassen, weißt du das? Ja. 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 Das ist ja schon, schon den ganzen Tag. Ah, verdammt. Die ganze Zeit. Oh, und ich will nie Zeit, dass ich ihn an deine Füße fasse. Können wir dir besseres vorstellen? Oh Gott, jetzt wird's widerlich. Sie sagten gerade, Kuchen und Toilette haben was gemeinsam. Je nach Inhalt und Rezeptur und Kondition und so ein Kram. Oh Gott, wow. Und sie ist so disappointed right now. Ja, du darfst die Kraft des Darms nicht unterschätzen. Der Darm ist stärker als du. Als Alarm im Darm. Jungs, wollen wir das wirklich Alarm wissen? Ich weiß es nicht, also warte mal. Wir wollen es nicht wissen. Nicht? Oh. Gut. Ja. Besser nicht, nein. Und wir wollen keine Rezeptvorschläge. Bitte. Wofür? Für den Kuchen oder für die Toilette? Ja, Mann. Beides. Für den Kuchen ganz leicht. Ganz viele Hustentabletten. Hustentabletten. Ja, Mann, dafür kann man gut kacken. Steht da immer noch, sind wir geschädigt. Was? Vor allem Nils. Ja, das stimmt. Was? Wieso bin ich geschädigt, Mann? Warum ich? Was ist euer Problem mit mir? What do you want from me? Ach so, ja, das habe ich so zwischendurch vergessen. Jetzt düpp, 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 düpp. Ey, jetzt sieht mein Anbau irgendwie ziemlich nice aus. Stimmt, ich habe ja reingeschrieben, sind wir geschädigt, vor allem Nielsen. Er ist mein Bruder, also ja. Meisterschädigung. Ah, sorry. Meisterschädigung. Das war so ein kleiner Joke. Genau, Leute, teilt uns ein bisschen weiter, bringt uns, macht uns publik, Mann, macht uns stark. Ja, verbreitet wir, das Wort über Games Today und uns. Denkt dran, wir töten Ampere 20 Zuschauern. Unser erster Stern für Games Today. Ja. Und noch nicht unser letzter. Komm schon, das ist hart lustig, wenn Per stirbt. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Weißt du, wenn man uns wieder irgendwelche Scheiße einfallen lassen. Ja. Überlegt mal, wenn ihr irgendwie erzählt, ja, es tut mir leid, aber der und der ist verstorben. Dann sag ich so, oh mein Gott, wie schrecklich. Und dann, wenn es heißt, tut mir leid, aber Per ist gerade verstorben. Du gehst gleich ab, Mann. Was ist dein Problem, Mann? Wir sehen dich gerne sterben. Das ist normal. Fair, du bist sowas wie der Kenny unserer Vierertruppe. Bin ich nicht. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ja, wir sind irgendwie heute ein paar wenige, ne? Ja, ein bisschen. Wir waren schon mal mehr. Ja, aber es ist doch sehr lustig eigentlich. Flüchtlinge, du. Ja, kurz vorm Stream kalte Füße kriegen und wegrennen. Schön auf Flucht. Nee, ja, nee, die ertragen das nicht, dass wir so famous sind. Ja, das sind die Hater. Alle anderen gucken im Fernsehen irgendwas, was im Fernsehen läuft. Und wir gleich so... Okay. Fernsehen? Wer guckt denn sowas heutzutage noch? Ah ja, apropos Fernsehen. Nils, was sagst du? Was ist so ein Wunschgegner für Deutschland jetzt so für dich? England oder Italien? England. Ich würde auch sagen England. Gegen Italien haben wir schon mal verkackt. Ja, deswegen haben die das so gut drauf mit den Schweiben. Die haben das so gut drauf mit den Schweiben. Ja, da muss man so bedenken. Der südländische Fußball ist meistens auf dem Boden rumkauen und aua, aua, aua. Also, ja. Der hat sowas von recht. Guck dir die Griechen an, guck dir die Italiener an, die Türken, Spanier, Portugiesen, die machen alles Gleiche. Ja, das ist einfach. Und dann gehen wir nach England. Eieiei. Die der einzig wahre Sport ist Rugby. Ja, Mann. Solange man Fußball noch irgendwie sich vorwärts bewegen kann mit den Zähnen, kann weitergespielt werden. Da ist der halbe Arm ab und es geht trotzdem.
Ich bin's,